Lilith, 5 Jahre, behauptet, ich schaffe mehr Reifensprünge auf einem Trampolin als Magdalena Pszczeska. Lilith und ihre Gegnerin müssen in 1 Minute so oft wie möglich durch einen Hula-Hoop-Reifen springen. Lilith beginnt, Magdalena legt nach. Wer die meisten Durchschläge macht, gewinnt das Duell. Im Falle eines Gleichstands hat Lilith als Herausforderin verloren. Lilith, bist du bereit? Ja. Was muss ich noch sagen? Klein gegen groß. Und? Auf los geht's. Los. Hervorragend, Lilith. Die Zeit läuft. Sehr gute Körperspannung. Dreht sich nur ganz wenig. So, jetzt sind es noch 30 Sekunden, Lilith. Wenn du noch mal ein bisschen Gas geben möchtest. Aber natürlich achten, so schön in der Mitte des Trampolins bleibt. Noch 15. Noch 10. Du schnaufst ja so. Das waren 112 Durchschläge. Ja. Guck mal. Da kann man auch gut sehen, wie hoch du da immer springst. Und in den meisten Fällen ja sogar Doppeldurchschläge gemacht hast. Das schafft natürlich eine hohe Zahl dann am Ende. Wow. Du hast das super gemacht, Lilith. Bereit? Jupp. Dann auch für dich, wann immer du willst. Die Zeit läuft dir mit dem ersten Durchschlag. Auf los geht's, los! Andere Technik als bei Lilith. Sehr gut. Das ist das, was Professor Brüggemann sagte, Körperspannung. Es sind noch 20 Sekunden. Ah, da manchmal ist nur ein Zeh in der Nähe. Wie viel? Die letzten Sekunden, komm! Sehr gut. Das war bestimmt genauso gut. Ja, das war mindestens genauso gut wie Lilith, nur nicht ganz so viel. Oh, die Hälfte. Ja, Lilith, komm zu mir. Wir schauen drauf und ich verkünde es ganz offiziell mit 112 zu 63 Durchschlägen gewinnt wer? Lilith! Yeah! Lilith!